Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru, heute mit meinem absoluten Lieblingspopcorn und ich hoffe, dass es noch mein Lieblingspopcorn ist, denn hier oben steht drauf New Recipe, das heißt so viel wie neues Rezept, neue Rezeptur und ich habe echt so ein bisschen Schiss, dass mir mein allerliebstes Popcorn nicht mehr schmeckt. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen hier auf dem Kanal Proper Corn als bestes Popcorn der Welt vorgestellt, so mit einem kleinen Fragezeichen. Für mich ist es wirklich das ist echt mein Lieblingspopcorn aktuell und gerade hier die Sorte Peanut Butter and Almond. Meine Güte. Der Junkfood Guru übt gleich noch ein bisschen Englisch. Also Erdnuss, Butter und Mandel. Die Sorte finde ich ganz besonders lecker, weil sie hat mich vom Geschmack her so an Erdnussflips erinnert. Und das halt mit den Kalorien vom Popcorn, das ja nicht ganz so krass reinhaut wie Erdnussflips, meine ich zumindest. Hinten drauf bei den Zutaten, die kann ich euch sogar direkt mal vorlesen, weil es wirklich wenig Zutaten sind. Es ist ein sehr reines Produkt. Ich würde fast schon sagen, es ist vielleicht sogar Clean Eating. Nein, ich habe keine Ahnung von Ernährung, also bitte. Aber es ist Mais drin, 54%, Rapsöl, Zucker, Erdnussmehl, Salz, gemahlene Mandeln. Und das war's. Keine blöden E's, keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsstoffe, kein irgendwas XY aus dem Labor, sondern wirklich, schaut hinten drauf. Das finde ich schon mal mega geil. Muss man auch mal abfeiern, finde ich echt gut. Wurde in einer Fabrik hergestellt, die auch mit Milch hantiert, deswegen werden dann Milchallergie hat etc. Aber finde ich wirklich toll. Die Verpackung hat ja wie viel Gramm eigentlich? Da muss ich gerade mal gucken. Es sind 3,6 Portionen pro Packung, sagen die. Es sind 90 Gramm. Entdeckt habe ich die bei meinem letzten Rewe-Einkauf. Und da musste ich sie einfach mitnehmen. Und ich mache jetzt einfach die Tüte auf. Und ich hoffe, dass es noch so geil schmeckt wie damals. Ich hoffe. Gibt es aber auch im Edeka. Beziehungsweise gab es. So sieht es aus, wie ganz normales Popcorn. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass es genauso. Oh. Episch geil schmeckt wie damals. Und schon das erste Popcorn. Leute, ich liebe es wirklich. Es macht einfach Spaß. Es macht mir wirklich am meisten Spaß, wenn ich irgendwas entdecke, was ich vorher noch nie gegessen habe, was mir total gut schmeckt. Was vielleicht auch nicht jeder kennt. Und was dann auch noch so frei von dem ganzen Zusatzzeug drin ist, den man ja oft in Industrie-Junkfood hat. Deswegen finde ich es geil. Und dann noch ein Familienunternehmen, ja, aus England. Habe ich ja damals schon erzählt im Video. Damals, zu Junkfood-Guru. Nein, ich verlinke euch einfach das Video und dann halte ich jetzt die Klappe. Also Proper Corn schmeckt total geil erdnussig. Die Mandelnote, ja, ist dezent dabei. Aber für mich, ey, ich würde dieses Popcorn sogar meinen liebsten Salz- und Essigchips vorziehen. Wenn in der Tüte Salz- und Essigchips liegen würde und dieses Proper Corn, Peanut Butter und Mandel, ich würde das Proper Corn nehmen. Auch wenn ich echt Salz und Essig vergöttere. Aber, boah. Das Popcorn ist richtig schön weich, das ist richtig frisch, es schmeckt wirklich lecker und ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, es ist einfach geil. Probiert es mal aus. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr auch auf einer Geschmackslinie mit mir seid oder wenn ihr sagt, Junkfood Guru erzählt kein Scheiß, das schmeckt total miserabel. Schreibt es in die Kommentare, wie schmeckt euch dieses Proper Corn? Ja, also, wenn die mal ein Werbegesicht suchen, hey, Proper Corn, ich würde für euch Werbung machen, total auch unbezahlt. Quatsch, nee, das empfehle ich wirklich sehr, sehr gerne weiter. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so gerne mögt, was eure Geheimtipps sind. Dieses Proper Corn ist für mich echt ein mega Geheimtipp. Man mag vielleicht mal so Popcorn, langweilig, nein. Das ist für mich echt hier Popcorn neu erfunden und die Sorte abgefahren, geil. Ihr Lieben, ich bin total begeistert. Natürlich bekommt das hier auf einer Skala von 1 bis 10 12 Punkte. So, ne Quatsch, 10 Punkte. Volle Punktzahl auf jeden Fall, richtig geil. Vielleicht zwei Sonderpunkte, weil einfach mal auch die Zutaten so straight sind. Richtig geil. Hier oben den Kanal abonnieren für noch mehr geile Produktinfos und Vorschläge. Kommentare hier unten und weiterempfehlen. Würde ich mich auch drüber freuen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Danke euch.